Deutsch heißt Go unter anderem gehen. Und genau das ist auch das Ziel von der von Google entwickelten Programmiersprache Go. Man möchte vorweggehen und Altes mit Neuem kombinieren. Die Entwickler Robert Grismer, Rob Pike und Ken Thompson waren unzufrieden mit etablierten Sprachen wie C++ und Java. Daher haben sie mit Go den Versuch gestartet, die Fehler von diesen Sprachen zu korrigieren, den Rest der Sprachen weitestgehend zu übernehmen und diesen zu erweitern. Dabei ist Go entstanden, was, wie schon gesagt, von Google weiterentwickelt wird. Diese Programmiersprache hat sehr viele Anwendungszwecke. Vor allem im Bereich des Cluster- bzw. Cloud-Computings und der Netzwerkdienste wird Go von Google eingesetzt. Auch die Ineffizienz des Compilers von C++ und Java sollte mit Go eine bessere Alternative bekommen. Natürlich funktioniert die Sprache plattformübergreifend, unter anderem auch auf den wichtigsten Betriebssystemen Windows, Linux und macOS. FreeBSD auf Windows, Linux und FreeBSD. Vor allem Linux ist für die Nutzung von Google von höchster Wichtigkeit, da die meisten ihrer Server auf diesem System laufen. Die erste Version von Go wurde 2009 veröffentlicht. Die erste stabile Version kam 3 Jahre später. Auch in der Programmier-Community scheint Go von Google, bestimmt kein Zufall, dass die Anfangsbuchstaben gleich sind, sehr gut anzukommen. Innerhalb dieser 8 Jahre rushte Go in die Top 20 des Global Rankings, genauer gesagt auf Platz 16. Die Beliebtheit unter Entwicklern geht wahrscheinlich zu einem großen Teil auf die reduzierte Syntax im Gegensatz zu C++ und die Open-Source-Veröffentlichung der Sprache zurück. By the way, das Maskottchen, das auf dem Logo von der Golang zu sehen ist, nennt sich Gopher, zu Deutsch Taschenratte, und wurde von René French entworfen. Solltest du dich jetzt plötzlich nur aufgrund dieses Videos dazu entschieden haben, Go zu lernen, bietet Google auf der golang.org Webseite eine komplette Tour zu Go sowie eine ausführliche Dokumentation zur kompletten Programmiersprache, sodass du ein leichtes Einfinden haben würdest. Übrigens ist es keine wirklich schlechte Idee, Go zu lernen. Viele Anwendungsmöglichkeiten sowie Schnelligkeit und Effizienz sind in den meisten Fällen ausschlaggebend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung, einen Kommentar und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Vielleicht.